So, hallo und grüß Gott, da wären wir wieder mal, ja. Und wir möchten Ihnen heute zeigen, einen Hefeteig, der einfach zum Reinstreichen ist, rucki zucki schnell geht und mit dem Sie im Bekannten wie im süßen Bereich vieles machen können. Nur wenn wir es jetzt im Bekannten Bereich, im süßen Bereich machen, geben wir ein bisschen Zucker dazu. Wir haben natürlich wieder unsere Hefeteigschüssel, haben hier unseren Hefeteig drin und der ist jetzt etwas flüssig und den streichen wir jetzt in unsere Form rein. So, Sie sehen schon, er ist weich und den streichen wir in unsere Form, natürlich mit Hefe unserer Windelpalette rein. Der Teig ist etwas zäh und Sie brauchen ein bisschen Geduld, dass man schön verstreicht, ja? Und so schaut er einfach jetzt aus. Jetzt unseren Spitzbeutelständer und haben hier die 20er Lochtülle. Die sollte ziemlich groß sein, die Tülle, damit wir das Ganze, was wir jetzt durchspritzen, natürlich gut durchgeht. Und zwar ist das quarkfein. Das füllen wir dann jetzt ein. Und Sie wissen ja, unten immer schön zumachen, damit nichts rausläuft. Und dann streifen wir das jetzt, streichen wir das Ganze streifenartig rein. Wenn Sie sehr vielseitig einsetzen, wenn Sie mal Grießauflauf machen oder Reisauflauf, einfach drunter geben, schmeckt fantastisch. Für Nachtische und natürlich für Käsekuchen und ist das eine ganze tolle Sache. Wir setzen jetzt hier an. Lassen einen Zwischenraum, weil wir noch Rhabarber angedickt haben. Rhabarber einfach kochen und Zucker hinzufügen und dann mit Fruchtquell andicken. So. Und so spritzen wir das jetzt einfach rein. Wir haben wieder die 20er Lochtülle mit unserer Rhabarbermasse. Und jetzt spritzen wir das Ganze rein. So, wir geben jetzt unsere Streusel drauf und dann schmeckt der Kuchen natürlich noch umso feiner. So, mit unserem Pinsel verteilen wir natürlich das Ganze sehr schön auf unserer Masse und schon ist das Ganze fertig. Ab in den heißen Ofen. Und für unseren Rhabarber-Quarkkuchen natürlich unseren Backrost, unseren Backfuß, unsere Folie, unsere viereckige Schnitte, das meistgekaufteste Produkt von Lumara, weil Sie können hier vielseitig backen damit mit unserem Baukastensystem. Sie können natürlich sehr, sehr vieles drin hier machen. Und bitte lassen Sie sich immer von Ihrer Fachberaterin dazu beraten. Wir haben natürlich hier nach unseren Spritzbeutelständer, unseren Spritzbeuteln, unsere 20er Lochtülle, mit dem Sie das Ganze dann spritzen. Dann haben wir Quarkfein und Fruchtquell zum Andicken von unserem Rhabarber. So, unser Rhabarber-Quarkkuchen wäre fertig. Wir gehen jetzt her, ziehen hier so an, geben mit unserer Edelsperrplatte drunter und ein bisschen in die Höhe und ziehen links und rechts an. Und schon haben Sie die Folie von Ihrem Kuchen entfernt. Dann nehmen wir unseren Teigabstecher und nehmen das Ganze aus unserer Form raus. Mit unserem Schnittenteiler teilen wir jetzt 24 Stückchen ein. Mit unserem Kuchenmesser schneiden Sie jetzt ein Stückchen raus und dann sehen Sie, wie der ganze Kuchen ausschaut innen. Lecker! Und auf Wiedersehen, Ihr Lumara-Team. Es war heute dabei die Nelly, die Aman und ich. Das freut mich auch und uns sehen Sie unsere alle Videos sehen gerne und das ist schön für uns und wir gerne immer was Beste und was Gutes machen. Das freut uns, dann bis nächste Mal.